Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich kann dich durch diesen wunderschönen Herbstlook inspirieren und würde sagen, wir legen auch gleich los. Vorneweg, ich habe mich schlimm am Finger verletzt und ja, so ein Pflaster ist alles andere als sexy, aber was muss, das muss. Meine Feuchtigkeitspflege und gleichzeitig Primer habe ich schon vor Beginn des Videos aufgetragen, damit der schön einziehen kann, und habe dann anschließend meine Foundation aufgetragen. Ich verlinke euch alle Produkte, wenn möglich, in der Infobox. Dann habe ich das Ganze eingearbeitet mit einem Brush von Felicity Designs Brush Set. Und habe dann weitergemacht mit meinem Concealer und habe mit dem alle meine Stellen im Gesicht angeschmiert, die ich hervorheben möchte. Habe die dann auch eingearbeitet mit meinem absoluten Favorite Concealer Pinsel, und zwar der 122er von Zoeva. Dann habe ich mir den Pointed Foundation Brush von Real Techniques geschnappt und einen dunklen Concealer und habe damit meine Konturen gemacht. Ihr seht ja, welche Stellen. Ja, naja, mein Freund nennt es immer Kriegsbemalung, aber naja. Dann habe ich meinen Buffing Brush mit dem Fix Spray von MAC angesprüht, um somit mein Contouring leichter verblenden zu können. Ich mir die allseits bekannte NYX Contouring Palette geschnappt und meinen Blush Brush und habe somit meine Konturen einfach nochmal hervorgehoben und ein bisschen Tiefe gegeben. Ja, ich glaube, ich spreche für alle Frauen. Das größte Problem, die Augenbrauen. Da habe ich mit einem Catrice Augenbrauenstift, wie ihr auf dem Video einfach sehen könnt, die Augenbrauen einmal umrandet und ausgefüllt und ganz wichtig, immer wieder nach jedem Schritt durchbürsten. Bei diesem Trick bitte daran denken, dass Augenbrauen keine Zwillinge sind. Hat mich meine ganz liebe Freundin richtig zum Lachen gebracht. Das Ganze fixiere ich mit meinem Eyebrow Gel von Essence und fixiere dann mit meinem Mattpuder von Essence meinen Concealer. Dann geht es auch schon weiter mit den Augen, und dafür nehme ich meine absolute Favorite Palette für den Herbst, und zwar die Cocoa Blend von Zoeva, und setze damit erstmal mein Auge mit dem 221er von Zoeva und der Farbe Bitter Start. Das ist die hellste in der Palette. Dann geht es auch schon weiter mit der Contouring Palette, die wir vorhin schon hatten, und dem gleichen Pinsel, und ich blende jetzt erstmal mein Augenlid ein bisschen aus, weil ich finde das immer schön, wenn die Wangenknochen einfach mit den Augen so harmonieren, weil ich ja eben dieselben Töne schon an den Wangenknochen benutzt habe. Um das alles zu säubern und ein bisschen schöner zu verblenden, nehme ich mir nochmal einen richtig fluffigen Blenderpinsel, der hier ist jetzt von BH Cosmetics, und verblende das Ganze, dass es halt einen schönen Übergang gibt. Dann schnappe ich mir eine wunderschöne Farbe, und zwar Freshly Toasted, und setze damit einfach noch ein bisschen mehr Tiefe und Wärme, weil ich finde, die Farbe hat so einen richtig tollen dunklen Karamellton. Um dann alles nochmal irgendwie ein bisschen zu säubern, nehme ich mir noch einmal Bitter Start und gehe da einfach nochmal über die Ränder. Als Base nehme ich mir meinen Concealer, das ist ein Camouflage, und gebe mir oder tupfe mir einfach ein bisschen was mit dem Finger auf mein Augenlid. Und dann habe ich den Shit, und zwar ist das in der aktuellen LE von P2, und zwar sind das richtig, richtig tolle Glitterpigmente. Ich schaue mal, ob ich die euch verlinken kann. Und die tupfe ich mir einfach mit dem Finger auf den noch etwas feuchten Concealer, beziehungsweise auf das Camouflage. Das Ganze verblende ich dann noch einmal mit dem Pinsel von Zoeva, um da einen schönen Übergang reinzukriegen.
dann schnappe ich mir von Zoeva den 223er, gehe nochmal in die Farbe Fresh Toasted und schmücke dann mit meinen unteren Wimpernkranz. Ich gehe da auch wirklich schön auf die Wasserlinie, weil ich finde es schön, wenn das so gut harmoniert. Und dann sieht das Ganze erstmal so aus. Dann schnappe ich mir einen richtig großen Puderpinsel. Der hier ist jetzt von Barbara Hoffmann. Ich liebe ihn. Und fege mir die Puderreste weg. Dann tusche ich meine Wimpern mit einer normalen Wimperntusche. Die ist jetzt von Essence. Den Blick kennt, glaube ich, jeder. Und ja, dann kommen meine momentanen Favorites. Und zwar sind das Unicorn Lashes in dem Stil Estrelita. Die sind wirklich, wirklich toll. Die klebe ich mit meinem Wimpernkleber. Ja, der ist auf der anderen Seite irgendwie geplatzt. Komisch. Dann habe ich mich für einen Lingerie Lipstick entschieden. Ich finde einfach, die Farbe passt toll zum Herbst. Ja, schön, dass ich das auch alles auftrage und ihr so viel sehen könnt. Zähnecheck. Passt. Dann nehme ich mir etwas Concealer auf meinen kleinen Finger und tüpfel mir ein bisschen in meine, oder in mein Herz meiner Lippen, sage ich mal so schön. Und mache mir somit einen kleinen Ombre-Effekt, von dem ihr ja sehr viel sehen könnt. So, dann puste ich mal meine Wimpern noch ein bisschen an, was finde ich sehr wichtig ist beim Wimpern ankleben. Ihr seht natürlich jetzt gerade alles wieder mal, aber ich habe die erst in die Mitte oder in der Mitte angebracht und dann an der linken Seite und dann rechten Seite festgedrückt. Da geht das wirklich ziemlich, ziemlich einfach. Voila! So, und dann kommt das Schönste, der Glow! Und ja, dafür benutze ich meinen Anastasia Beverly Hills Glow Clip. Wie kann es anders sein? Ich habe es schon 3 Jahre. Oh, liebe es. Einfach nur ein Traum. Schön. Ich benutze dafür übrigens den Contour Brush von Real Techniques. Ja, setze da einfach noch mehr Highlight. Besprühe dann auch einen kleinen Blenderpinsel nochmal damit und gehe dann auch in meinen Augeninnenwinkel, um da auch nochmal Highlights zu setzen. Meine Lippen oder mein Lippenherz. Tja, alles richten. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und würde mich sehr, sehr, sehr über einen Daumen nach oben und ein Feedback freuen. Kussis!